So, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empire Total War mit dem Osmanischen Reich und dem Darth Mod. Ja, immer noch dieselbe Aufnahmesession wie in der letzten Folge. Habe ich was zu meinem Tee eigentlich schon gesagt? Es gibt heute Limetten-Holunder-Tee. Schmeckt sehr gut, sehr zu empfehlen. Hier diese Teespezialität. Ja, also, unsere Ziele stehen fest. Also, man sieht ja schon, meine Armeen, ja, die ziehen nach und nach Richtung Süden. Der eine Teil Richtung Persien, der andere Teil Richtung Österreich. Und ja, wir können auch bald eine neue Streitmacht ausheben. Ich werde erstmal jetzt hier die Forschung ein bisschen umstellen. Die gefällt mir nämlich gerade gar nicht. Kozani kann auf alle Fälle hier erstmal die europäischen Doktrinen erforschen, dass wir hier endlich Zugriff bekommen auf die Nizam-i-Sedid-Infanterie, die ja, wie gesagt, die besten Schusswerte so von den Osmanen hat. Ja, trotzdem im Vergleich zu den Preußen. Also das ist hier schon einer, die wir im Late Game bekommen. 35-30. Ich kann das Ganze ja mal mit der preußischen Linieninfanterie vergleichen. Die hat 38-35. Also die preußische Linieninfanterie hat, die man am Anfang hat mit den Preußen, die ist so gut wie eine Late Game-Einheit von den Osmanen. Ne? Also es ist schon echt traurig. Wenn man hier mal die überlegene Linieninfanterie anschaut, 45-45. Garde bekommen sie hier anscheinend noch nicht. Die Freikorps sind auch nicht schlecht. 50-12, aber das ist eher so eine Schützeneinheit aus dem Hinterhalt. Ne, die Garde kommt noch nicht dazu. Aber trotzdem sind die Preußen natürlich hier gut dabei. Die bauen hier eine Heeresleitung aus. Also, mein lieber Scholli. Heeresleitung ist die vorletzte Stufe. Die höchste Stufe ist meines Wissens die Heeresakademie. Genau. Also, wir erforschen jetzt mit Scorpio hier das Tyrion-Bajonett. Da kann ich auch die Militärakademie endlich mal ausbauen. Und dort gibt es dann zusätzlich auch noch die Kairo-Janitscharen. Ganz viele neue Einheiten kommen auch dazu. Hier zum Beispiel die libyschen Kulugulu. Oder ne, Kulugulu heißen sie. Kurdische Hügelmänner. Ist ja also eine Jägereinheit. In meinen Augen eine sehr schlechte Einheit. 7 Nachladen. Also, die schießt einmal. Trifft dann vielleicht, wenn sie Glück hat, 5 oder 10 Kavalleristen, dann wird sie niedergerannt. Finde ich jetzt nicht so doll. Dann haben wir noch die afghanischen Hügelmänner. Das sind eigentlich genau dasselbe wie kurdische Hügelmänner, nur dass sie etwas andere Werte haben. Die sind etwas besser im Nahkampfangriff. Und die palästinensischen Hilfstruppen. Die finde ich schon wieder ein bisschen interessanter, weil die, das sind 200 Mann, gleichzusetzen mit den Wüstentruppen. Jetzt will ich nur mal gucken, die haben 35-15. Die Nahkampfwerte ignorieren wir mal. Die sind jetzt bei den Wüstentruppen auch nicht so gut. 35-15. Und die haben 25-10. Also die palästinensischen Hilfstruppen, die können sich sehen lassen. 35-15. Also sind sogar in gewisser Hinsicht sogar besser als die Israelis. Denn die haben 10 Punkte mehr in der Präzision und 5 Punkte weniger im Nachladen. Also Verhältnis sind das bessere Werte. Nur, dass die Israelis im Nahkampf dann noch ganz gut was taugen. Die kosten 230 im Unterhalt. Die sind sogar 10 Punkte weniger im Unterhalt als die Israelis. Also diese palästinensischen Hilfstruppen, die sind nicht schlecht. Aber man bekommt sie halt im Late Game erst. Und ja, da braucht man sie auch nicht mehr. Da hat man seine Armeen voll mit diesen Wüstenkriegern, die ich nach wie vor sehr empfehle. Gute Einheit. Ja, also zurück zur Technologie. Tyrion-Bajonett, die europäischen Doktrinen. So, nächste Runde dürften wir dann auch hier. Ne, in zwei Runden. In zwei Runden können wir erst die klassische Uni dann aufbauen. Was haben wir denn hier noch? Verbesserte Kartätschen. Ne, das brauchen wir nicht. Ich nutze die ja. Man nutzt ja die Kartätschen so gut wie nie. Wir können hier mal die reformierte Marineverwaltung rekrutieren. Erforschen, nicht rekrutieren. Wir rekrutieren dann das Personal fürs Kolleg. Und was haben wir denn hier? Karkassen. Plus 5% Unterhaltskosten für Artillerie. Damit kommen wir hier auch in dem Zweig mal voran. Ja, ich möchte ja, wenn es gut läuft, noch die ganz schweren Artilleriegeschütze erleben. Ist also nicht verkehrt. Und Konya macht aktuell die Bürgerschaft. Das Ganze reduziert die Rekrutierungskosten für Infanterie. Das ist wirklich nicht verkehrt, wenn ich da nochmal ein bisschen Elite rekrutieren möchte.
Genau, Freihandelsdoktrin, der säkuläre Humanismus, minus 50% religiöse Unruhe, auch das ist gar nicht schlecht. Da können wir die Akademie des Sultans errichten, das geht bestimmt nur in Istanbul, ne? Ja. Wir machen erstmal die Bürgschaft. Beziehungsweise die Bürgerschaft, nicht die Bürgschaft. Die Bürgschaft ist ja was völlig anderes. Die Idee, einer Gesellschaft anzugehören und ihre Regeln einzuhalten, um von den Vorteilen zu profitieren, die man als ihr Bürger genießt. Eine Bürgschaft hat was mit Kreditvergabe zu tun. Beziehungsweise mit Kreditabsicherung. Also vergesst das mal wieder ganz schnell mit der Bürgschaft. So, Komi, nächste Runde. Ist es soweit mit dir? Wieso steht. Achso, ich wollte gerade sagen, warum steht hier eine russische Armee? Hier geht eine Grenze lang. Durch den Wald, man sieht sie nur ganz schlecht. Naja, haltet euch mal hier raus. So, den russischen Edelmann würde ich gerne nochmal versuchen abzumurksen. Klappt wieder nicht. Ah, den kriege ich schon noch. So, die Artillerie. Geht weiter. Und wir gehen in die nächste Runde. Wir erwarten 29.000 Goldstücke. Das liegt daran, dass wir die ganzen Armeen jetzt auch wieder aufgepusht haben und dadurch die Unterhaltskosten sicherlich jetzt um so 2.000-3.000 gestiegen sind. Gerade die russische Armee oder die Armee, die in Moskau stationiert ist, die war ja auch sehr angeschlagen nach dem letzten schweren Gefecht. Wir könnten dem Mogulreich auch ein bisschen Gold schicken. Eine Option. So, Baubericht, Eisenwerkstätten. Um die aufzubauen, brauchen wir den hochgefeuerten Hochofen. Und hiermit ist natürlich das Brennmaterial gemeint und nicht die Grube. So, Werkstätten in der Ukraine, die bauen wir auf. Bewilder, Werkstätten in Griechenland, die aufgebaut werden. Landgewinnung in Bakscharien. So, Eisenwerkstätten in Armenien. Landgewinnung in Moskau. Und Werkstätten in Moskau. Hier sieht man es jetzt. 1200 Provinzwohlstand. Also es hat sich wirklich gelohnt, diese Schule hier einzureißen. Das kann sich sehen lassen. So, dann Komi. Wie erwartet. Ja, hier können wir Industrien bauen. Das andere macht gar keinen Sinn. Und dann nehmen wir hier auch wieder die Steuern. Weil es gibt keine weiteren Dörfer. Das heißt, ja, Wachstum muss hier nicht zwingend erhöht werden. Also Komi ist wirklich eine schwache Region. Ne? Ein einziges Dorf, was hier entstehen kann. Aber trotzdem bekommen wir durch unsere ganzen Aufklärungstechnologien hier 60 Wohlstand pro Runde. Also in 10 Runden haben wir 600 Wohlstand, in 100 Runden haben wir 6000 Wohlstand. Also das läppert sich eben auch mit der Zeit. Ne? Man muss eben nur ein bisschen geduldig sein. Na, wir stellen die mal außerhalb der Stadt. Dann sehe ich sie besser. Die Truppen. Und eine weitere Stadt entsteht in Moskau. Sehr arm. Und hier kommt jetzt eine kleine Madrasse hin. Hatte ich ja versprochen. So, das dauert 2 Runden. Und sobald die gebaut ist, bin ich mal gespannt, wie viel wir hier konvertieren können, weil Moskau hat hier mit 18, nee, 1,8 Millionen Einwohnern. 1.880.000, genau. Hat es relativ viel Bevölkerung. Das wird sich also hier ziehen. Und dann reißen wir mit der Zeit auch diese Lustgärten noch ab. So, ich muss sagen, dieser Missionar, der schadet mir hier ein bisschen mehr. Der Agent, der will ja nicht so richtig sterben. Na. Spion wurde hingerichtet. Die Chance ist, glaube ich, auch auf feindlichem Terrain ein bisschen höher. So, Dimitri
Esat. Irgendeiner von den Kandidaten. So, die Artillerie. Siebzehntausend haben wir noch. Ja, also gerade der Norden gedeiht jetzt wirklich mit den Geldern, die wir hier reingesteckt haben. Wir haben bestimmt in den letzten 4-5 Runden 50.000 investiert. Wunderbar. Und so viele Hammer-Symbole, also diese goldenen Hammer, sehe ich gerade aktuell auch gar nicht, ne? Zeige ich mir mal an, wo man ausbauen kann. Das finde ich auch sehr praktisch, weil sonst müsste man ja jede Stadt und jedes Dorf einzeln anklicken. Hier dieser Hammer meine ich. Pascha-Palast. Das sind auch die einzigen Symbole, die ich gerade sehe. Hier haben wir noch einen Hafen, 5000 kommerziellen Hafen. Hier haben wir auch noch einen kommerziellen Hafen auf Kreta. Bauen wir erstmal die Häfen noch aus. Ja. Kommerziellen Häfen. Hier, eine globale Handelsgesellschaft kostet dann 10.000 Goldstücke. Muss man sich mal geben. Weil dann nicht eine. Ich denke mal, das ist eines der Gebäude, die wirklich am unlukrativsten sind. Ich meine, 10.000 Goldstücke für gut 5. Na gut, man bekommt 7 Städtewohlstand. Ja, das ist. Aber das bekommt man auch mit einer guten Werkstatt, ne? Wenn wir hier mal als Beispiel nehmen. Hier. Eine arme Werkstatt in Syrien. Bekommt man auch 10 Städtewohlstand halt dazu mit so einer Teppichwebhütte, ne? Und die ist arm. Also. Das kann man, das sollte man erst dann machen, wenn man wirklich den Schotter hat, ne? Also die Häfen, ja, erste und zweite Stufe kann man machen. Wenn man das Geld gar nicht hat, dann reicht die erste Stufe. Die erste Stufe sollte man auf alle Fälle tun. Ausbauen. Ne? Ja, aber alles da darunter. Oder alles darüber mit Bedacht. So. So, wieder hier einen Blick drauf halten. Lissabon, ja, das wussten wir ja, dass das erobert wurde. So, Amerika. Keine besonderen Geschehnisse hier in Amerika. Nö. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, das restliche Gold können wir ja mal nach Indien schicken. Wir können ein Staatsgeschenk präsentieren. Ein ehrliches Geschenk ist ein Segen sowohl für den Schenkenden als auch für den, der es erhält. Naja, der Schenkende, der zahlt. Der zahlt erstmal. So, weiter geht's. Die anderen Fraktionen, die halten sich sehr zurück. Die sind wahrscheinlich auch ein bisschen eingeschüchtert durch meine Macht, die ich mir mittlerweile hier aufgebaut habe. Weil wir haben das Erbe von Russland angetreten. Na? So, die Karkassen wurden erforscht. Man hätte sich das natürlich auch noch überlegen können mit Russland, aber ich wollte da wirklich auch erstmal einen Stillstand haben, weil, ja, ich brauche diese Siedlungen hier im Norden nicht. Und dazu kommt ja auch, dass wir da so viel Einkommen nicht generieren würden. Wir haben ja hier Karelien, 1300 Goldstücke, in Germanland 680 Goldstücke. Also diese Region ist völlig runtergewirtschaftet. Ich weiß auch nicht, was die hier gemacht haben. Ja, und Arkhangelsk wird auch nicht wirklich mehr einbringen. Also es sind hier 1300. 600, also sagen wir mal 2000, 2500 Goldstücke. Durch den Handelsvertrag, den wir hier mit Russland haben, bekommen wir 2300. Also, ja, wir würden Städtewohlstand ansammeln, aber das ist mir, ich war auch ein bisschen zu bequem, um jetzt hier noch nach Norden vorzupreschen. Also, lassen wir es erstmal so, wie es ist. So, Bauberichte.
So, machen wir die Straßen noch weiter aus. Das Kolleg in Rumänien, Rumänien, nicht Rumänien, natürlich nicht Rumänien. Da bauen wir jetzt traditionelle Uni aus. Ja, das drückt ganz schön auf unsere Zufriedenheit. Und einen Handelshafen, den bauen wir noch auf zum kommerziellen Hafen. Und dasselbe machen wir jetzt auch mit den restlichen Hafenanlagen. Wir haben noch einen in Thessaloniki. Wir haben noch einen hier in Syrien. Noch einen in Syrien. Da ist die Kohle auch alle. Nächste Runde bauen wir noch den in Palästina und dann auch in Ägypten aus. So, Ligakassen. Die ermöglichen mir jetzt den Bau der Artillerieakademie, würde ich mal sagen, oder? Nee. Da brauchen wir einen optimierten Nachschub für. Das bringt uns eigentlich erstmal nichts, außer Karkassen als Geschossmöglichkeit für die Artillerie, also für Haubitzen und Mörser in erster Linie. Und erhöhte Artilleriekosten. Na, wunderbar. Wir machen trotzdem 35.000, das kann uns also egal sein. Ein neuer Hafen entsteht. In Anatolien. So, da werde ich mir mal ein bisschen Gold noch holen müssen. Gulreich. Wie brauche ich denn? Brauche ich da eigentlich 700 Goldstücke? Hätte ich denen mal nichts geschenkt. Ja, 100 Goldstücke. Das gibt's nicht. Ja gut, dann schenken wir es denen. Und holen uns das Ganze von Schweden. Ich denke mal, Schweden ist so unser kleinstes Problem. Die fortschrittliche Marinearchitektur. Da sollten wir das Geld aber reinbekommen. 2000. Sagst du mal. 1000. So, dann machen wir doch noch den Handelshafen. Schicken da schon mal eine Seemini-Einheit hin. Eigenschaft erhalten. So, Prestige. Wir werden immer noch überschattet hier von den Briten. Aber ansonsten kann man uns nach wie vor sehen lassen. Es gibt zwar genug Fraktionen, die mehr Militärprestige haben als wir, nämlich Preußen, Russland und Frankreich. Ja. Wichtig, dass Österreich schön weit hinten ist. Persien wird gar nicht angezeigt. Venedig auch nicht. Wascht. So, nächste Runde haben wir dann das Tyrion-Bajonett. Und Trebzon darf ebenfalls weiter forschen. Bitte nicht mit der. Bitte nicht mit der Keilformation. Die braucht wirklich kein Mensch. Selektive Züchten würde zu lange dauern. Dann nehmen wir mal die Spinning Mule. Ja, dann können wir nämlich unsere Webhütten auch mal ausbauen zu einer wasserbetriebenen Teppichfabrik. Das bringt dann richtig Städtewohlstand. 13. Also die Fabriken und die Werkstätten sind schon wirklich das Beste, was man ausbauen kann. Also in Empire auf alle Fälle weitaus effektiver als Häfen. Ja. Hatte ich eigentlich schon mal geschaut, ob sich der Städtewohlstand noch unterscheidet? Wir haben jetzt hier eine wohlhabende Eisenwerkstatt und florierend. Beides auf derselben Stufe. 8 Städtewohlstand und 8. Okay, das macht dann nur, hat nur die Auswirkungen auf den Provinzwohlstand. Allein wegen dem Städtewohlstand kann man also immer, und ich betone immer, Werkstätten ausbauen. Ne? Also egal, ob die jetzt hier florierend ist oder ja, hier noch wachsen, das ist auch nicht so praktisch. Jetzt mal, ist die Stadt entstanden? Wenn die entstanden ist, haben wir sogar mal ausnahmsweise wachsenden Wohlstand. Hier haben wir ziemlich viele Arme, dachte ich, ne? Florierend, wachsend. Arm hier. Da sucht man einmal mal eine arme Werkstatt und dann findet man es nicht. Also selbst die armen Werkstätten hier zählen Städtewohlstand. Also es ist wirklich nicht zu verachten. Haben die irgendwie ein Upgrade bekommen, diese Webhütten? Arm, also ich habe jetzt wahrscheinlich wirklich nur durch Zufall diese ganzen Gebäude nicht gefunden. Ja, ist halt so.
Aber wir haben doch auch ein paar arme Siedlungen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht dann doch die Möglichkeit besteht, dass man, dass sich Dörfer entwickeln, die dann doch wachsend sind oder wohlhabend. Ich hatte bisher ausnahmslos den Eindruck vermittelt bekommen vom Spiel, dass es immer arme oder sehr arme Regionen sind. Aber das kann sich natürlich auch unterscheiden von meinen Ansichten. Weiter geht's. So, die Truppen kommen in Dagestan an. Aber es ist schon beeindruckend, wie sich die Maraten zurückgekämpft ha haben. Die halten ja zwischendurch, glaube ich, zwei Regionen hatten die zwischendurch. Also wirklich nicht viel. Und mittlerweile, ja, sind sie auf dem Vormarsch. Allerdings haben sie jetzt wieder Hyderabad verloren. Das liegt sicherlich nicht unbedingt an den ganzen Technologien, die ich denen jetzt geschenkt habe. Aber das ist gut. Gut für uns. Hey. So, das Turian-Bajonett wurde erforscht. Damit geht es endlich mal hier in der Richtung weiter. Wir bauen jetzt hier eine Militärakademie in Istanbul und ebenfalls eine in Mesopotamien. In Mesopotamien bauen wir jetzt auf jeden Fall noch die Artilleriefabrik aus. Und die letzten beiden kommerziellen Häfen werden ebenfalls gebaut. Das dürften jetzt erstmal alle gewesen sein. Das Trockendorf wurde jetzt sehr zügig errichtet. Wir bauen jetzt hier das Marinehospital. Dann können wir auch Admiralsflaggschiff erster Klasse, Linienschiff erster Klasse, Linienschiff zweiter Klasse und ja, die Topmodelle eben hier bauen. So, gibt es sonst noch irgendwo Häfen? Sieht erstmal nicht so aus. So, die Regionen sind so klein, da werde ich jetzt erstmal keine geteerten Straßen ausbauen, sondern erstmal noch hier die Pascha-Paläste. So, Baubericht, uiuiui, das ist viel. Ich warte jetzt vielleicht noch mit den Pascha-Palästen. Wir bauen jetzt vielleicht doch erstmal nochmal hier die Werkstätten auf. Erstmal die Madrasa, die wird upgraded. Und wir schauen mal, wie sich das jetzt hier auswirkt. 1,2%. Ich weiß auch, dass diese Religionsgebäude deutlich stärker sind als die Agenten, als die Imame, was aber auch Sinn macht, weil ja, natürlich kann man in so einem Gebäude viel mehr konvertieren, allein schon durch den Prunk. Das gibt ja auch eine gewisse Motivation, vielleicht zu konvertieren, wenn man so eine tolle Madrasa dann eben sieht. Ist ja schon ein eindrucksvolles Gebäude. Werkstätten. So, ganz viele Straßen. Eine Eisenmine mit Dampfpumpe. Weingüter. Und eine Teppichwebhütte. So, gut, da bleibt dann doch noch genug Gold übrig für die Pascha-Paläste. Zumindest zwei können wir die Runde bauen. So, eine neue Stadt entsteht. Sehr arm in Kroatien. Da bauen wir Webstätten. Und dann werde ich doch wieder einen Pascha-Palast abbrechen, weil wir noch zwei weitere Städte haben, die sich entwickeln. Nämlich zum einen hier in Bakterien, Werkstätten und in Astrachan. Sehr arm, Werkstätten. So, weg. Gold ausgegeben. So, sieht die Armee ein bisschen ordentlicher aus. Nee. Ich dachte, die würde jetzt anders formatiert werden, aber wird sie nicht. Jetzt brauchen wir in der Armee noch. Die Artillerie. Nö. Dann haben wir uns mal zweimal oder eine Haubitze. Für mehr reicht die Kohle nicht. Wir machen 33.000 pro Runde und dann haben wir nicht mal das Gold übrig hier für ein, zwei Haubitzen. Oder zumindest eine. So, die Österreicher haben Galizien zurückerobert. Schön. Sieht aus, als ob die jetzt die Krim erobern wollen. Gut, da gibt es zumindest keinen Konflikt mit der Krim. Zumindest nicht mit mir. Ich gucke immer wieder ganz interessiert hier
in die Richtung rund um das Mogulreich ist. Interessant, wie sich das dort entwickelt. So, nächste Runde haben wir schon die Bürgschaft. Die Bürgerschaft. Meine Güte, jetzt sage ich es schon wieder. Ja, und wir können hier mit Skopje mal wieder die Technologie wechseln. Das fliegende Webschiffchen hier in 5 Runden, das geht auch relativ fix. Ja, Rumänien. Sieht nicht so dolle aus gerade. Was die Zufriedenheit angeht. Deswegen brauchen wir unbedingt die Abschaffung der Sklaverei. Plus 4 Zufriedenheit für die Unterklasse. Natürlich wird der Adel ein bisschen unzufriedener. Die diplomatischen Verhandlungen werden sich verbessern. Und der Bau von Plantagen wird um 30% teurer. Klar, wenn die Sklaverei abgeschafft wird, wird das Plantagengeschäft etwas unlukrativer. Ja, aber der Adel, der sollte das verkraften können. Ich meine, der Adel ist ja wirklich hochzufrieden bei uns. Der wird ja auch nicht besteuert. So, Stadtwache kosten von 1200. Die sollten dann auch soweit verschwinden. Ja, nächste Runde. Gucken. Wir haben gerade Österreich im Blick. Österreich, Österreich. Ja, machen wir da. Die wollen unbedingt die Seemaschine haben. Ah ja, die marschieren wirklich auf die Krim. Die marschieren wirklich auf die Krim. Naja, die Mogulen, das sollte jetzt vorwärts gehen. Ich meine, die haben wir ja wirklich von der Steinzeit in die industrielle Vorzeigerevolution geschickt. Wobei wir denen ja vorwiegend Militärtechnologien und nicht unbedingt Wirtschaftstechnologien vermacht haben. So, hier sind die Maraten auch schon unterwegs mit einer starken Streitkraft. Bakir-Infanterie, Hindu-Musketiere. Das sieht jetzt nicht so gut aus für Ahmedabad. So, die Bürgschaft wurde erforscht. Jetzt will ich nur mal kurz schauen, ob dadurch auch Gebäude irgendwie gebaut werden können. Nee, das hat nur allgemeine Effekte. Dann würde ich sagen, wir forschen weiter mit. Ja, wir machen mal weiter mit der Abschaffung der Sklaverei. Die hat jetzt höchste Priorität, weil ich damit eben etwas zufriedenere Leute hier bekomme. So, ich sehe gerade schon aus dem Augenwinkel, dass da ein Handelsabkommen beendet wurde. Wir haben Eisenwerkstätten errichtet. Wunderbar. Das kann weg. So. Die Pelzbörsen wurden gebaut. Wir haben einen Hafen gebaut hier in Anatolien. Eine Teppichwebhütte in Griechenland. Und Eisenwerkstätten in der Ukraine. Und ansonsten relativ viele kommerzielle Häfen. So. Die sind aber alle jetzt gebaut worden. Ne? So, mit welcher Fraktion wurde das Handelsabkommen denn aufgelöst? Ich will jetzt erstmal schauen, ob ich es hier vielleicht erkenne. Maratenreich, Krimkhanat. Oh, selbst die Barbaresken laufen wieder an. Stehen zwar vom Hafen, blockieren aber nichts. Was wurde denn hier? Wir schauen nach. Frankreich. Was ist denn hier passiert? Geschätzte Beziehung mittlerweile auch mit Frankreich, aber ja, so richtig erklären kann ich es mir nicht. Genua hat hier den Hafen besetzt. Na gut, klar, wenn so ein Hafen besetzt wird, hat das ja die Auswirkung, dass der Hafen zerstört ist und dadurch eben auch die Kapazität der Seehandelsrouten nachlässt. Also da müssen wir warten, bis die den Hafen wieder reparieren. Dann geht es dort weiter. So. So, bauen wir mal fleißig hier die Pascha-Paläste aus.
So, das wachsame Auge über Russland. Was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Mit der Landgewinnung warte ich mal noch. Aktuell hier. Vier Stadtwache-Punkte verwenden wir. Die Voraussage ist einer, weil wir ja die Abschaffung der Sklaverei erforschen. So, die Plantagen kann man ausbauen. Hier haben wir noch eine Baumwollplantage. Baumwolldepot. Hatte ich drei Baumwollspinnereien hier in der Ecke? Armenien. Boah, Armenien ist mittlerweile auch reich. 5400 Provinzwohlstand. Da bauen wir sofort mal eine Gouverneursresidenz. Georgien auch mit 4000 ziemlich gut. Wir hatten doch hier vier Baumwollgebäude, ne? Ich bin doch absolut sicher, dass es hier vier waren. Oder zumindest drei. Drei waren es. Eins, zwei. Oder war die dritte in Ägypten? Ja, in Ägypten haben wir noch eine. So, haben wir noch eine Teppichwebhütte. Die wird ebenfalls zügig aufgebaut. Ägypten ist mit 5000 Provinzwohlstand auch sehr reich. Da bauen wir auch dann demnächst den Pascha-Palast aus. Können wir auch nach und nach noch diese ganzen Observatorien errichten. Das Gold haben wir ja mittlerweile. Aber nach und nach wird es schwierig, überhaupt noch ein Gebäude zu finden, was wir noch reparieren können. Boah, die Bonis, die Handelsbonis, die wir mittlerweile erhalten, sind auch ziemlich gewachsen. 100, 200, 200, 600, 600, 5, 900, 500, 1000. Gut, Großbritannien wird blockiert. 337 und 986. Ist natürlich immer blöd, wenn so ein Abkommen hier komplett aufgelöst wird, wie mit Frankreich, weil dann geht das, glaube ich, wieder von vorne los. Die haben hier wieder eine Fregatte gebaut. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle hier auch recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, die Folgenakte sind ein bisschen ruhiger, aber wir werden heute auch noch einen Kampf sicherlich erleben. Mal schauen, entweder mit Österreich, Venedig. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Und wir nähern uns ja auch nach und nach dem Let's Play Ende. Von daher, ich habe meinen Spaß, ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.